Vorstellung hattest heute, als ich das gesehen habe. Hallo und willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Master Duel mit Neuvertragsuniversum gegen... Konvergierende Illusion des Schicksals. Genau, er hat den Spiel gebaut. Und ich bin in, Diamant aufgestiegen. Nice. Ich habe dir jetzt die beiden Bilder gesendet. Sag mir, was das Diamantbild sein soll. Ach so. Ich sehe es gerade. Das ist eindeutig ein Bär. Und ja. Green, mein ich. Habe ich mir auch gedacht. Das andere war ein Wolf, genau. Sehr niedlich. Merkwürdige Reihenfolge, wie ich finde, aber meinetwegen. Dann wäre eben mehr. Ja, Bot sei Dank bin ich im Diamantrang angekommen. Du. Ja, richtig. Richtig gut formuliert. Genau. Ja. Genau so. So und nicht anders. Ich habe keinen einzigen Bot gesehen seit. Also gestern nicht, heute nicht. Ich spiele ganz nur gegen Menschen. Also ich hatte haufenweise. Also in Gold habe ich, glaube ich, fast gar keinen normalen Spieler gehabt. In Diamant kam dann. In Platin kam dann schon öfters normale Spieler vor. Aber nicht zu. Also ich konnte oft genug gewinnen, dass es dann nicht so relevant war. Dennis, du musst mir jetzt helfen. Was ist das Ziel von diesem Deck? Hat teilweise DPE. Auch... ich weiß nicht, was du genau für eine Hand du hast. Denier! Aktivieren! Okay, das bringt dir... Den hole ich mir jetzt? Wieso holen? Es kommt doch aufs Deck, oder? Du kannst einen deiner Schicksalsheldmonster von deinem Deck, Friedhof oder das Verband ist, nehmen und auf dein Deck legen. Oh. Also erstens mal, normalerweise macht man erst andere Sachen, bevor man den beschwört. Wegen das war der einzige, den ich beschweren kann in diesem Zug. Ja, ich weiß nicht, was hast du denn sonst auf der Hand? Nichts also anderes? Noch einen zweiten Denier, dann habe ich einen Malicious und dann habe ich noch ein Plasma. Oh, okay. Und nachdem nur der Denier geleuchtet hat, habe ich mir gedacht, pff, sicher zwangsläufig. Ja, das ist eine ziemlich doofe Hand. Du hast... Gut für dich. Du kannst nicht, du hast nicht die Division-Helden, mit denen du dir eine Poli suchen kannst, um die zu fusionieren. Welchen denn zum Beispiel? Und Dasher? Soll ich Dasher holen? Dann kann ich da nächste Runde. Du kannst in der Theorie, Diamond Dude hieß der, glaube ich, der kann, der tut die oberste Karte angucken und wenn es eine Zauberkarte ist, eine normale, wird sie runtergeworfen und kann im nächsten Zug ohne ihre Bedingungen aktiviert werden. Das finde ich ganz lustig als Effekt. Wenn du willst. Aber dann muss der nächste, das ist ja dann Zufall, ob die nächste Karte dann ein Zauber ist. Ja, genau, das stimmt. Und es gibt, glaube ich, auch nicht so mega viele Tages in dem Deck, aber keine Ahnung, ich habe das immer als eine Art Backup-Strategie benutzt, wenn ich den nicht dafür nutzen konnte, für was er eigentlich gedacht ist. Wie das jetzt hier in der Fall ist. Weil normalerweise, er ist eigentlich dafür gedacht, dass du einen Malicious vom Banish-Pile wieder ins Deck schmeißt, damit du nochmal Malicious mit dem Effekt von Malicious beschwören kannst. Wie zur Hölle? Ach so. Ja, lest den Graveyard-Effekt von Malicious. Ah, ich muss Malicious also irgendwie abwehren. Genau, du kriegst ihn ins Grave, dann kannst du einen zweiten holen. Und da der nur zweimal im Deck ist, weil der auch nur zweimal erlaubt ist, kannst du Denier benutzen, um den vom Banish-Pile wieder ins Deck zu mischen, sodass du dann quasi das nochmal cyclen kannst. Als wenn du quasi drei spielst, obwohl das verboten ist. okay. Was mache ich eigentlich mit Schicksalsheld Plasma? Der braucht drei Monsteropfer? Was für ein Arsch ist das denn? Und dann ist er nicht einmal starr. Mit wem? Oh, warte mal. Plasma kann ein Gegner. Plasma ist schon nicht schwach, okay, wenn der, du den auf Feld kriegst. Der Effekt ist tatsächlich. Der braucht halt drei Opfer. Das ist halt nicht unbedingt immer bekommbar. Wieso habe ich das Gefühl, dass du gleich Utopia holst? Weil das vielleicht so sein könnte. Wir werden nicht viel von meinem Deck sehen, das ist mein Eindruck. Also, DPI kann über Utopia definitiv reinkommen und du hast eine Karte, mit der du ihn sofort beschwören kannst. Oh, welche ist es? Fusionsschicksal. Du kannst die Materialien aus dem Deck nehmen. Aha. Okay. Ah, okay, ich habe mir direkt die geholt. Ich kann den auch jetzt schon direkt anhängen, okay. Okay, dann gehen wir die ultimative Linie und hauen dir so viel Schaden First Turn rein, wie geht. Vielleicht kann ich dich ja sogar besiegen. Obwohl, das ist, glaube ich, zu viel. Ich glaube, so viel kriegt das auch nicht hin. Also, der DPE braucht nur einen Stufe 6 Held und dann noch einen Schicksalsheld. Das heißt, aber Schicksalshelden zählen auch als Held? Oder ist das wirklich was Eigenes? Schicksalshelden zählen auch als Held. Ja, Held ist ein Riesenarchetype.
mit denen quasi alle Arten von Helden mit drinne stecken. Aber man braucht eine Fusionskarte. Aber ja, theoretisch brauche ich nur noch die Fusion, weil ich habe ja schon genug Material auf der Hand. Oder was sagt denn der DPE? Braucht einen Schicksalsheld und einen Held oder wie? Oder was sagt er? Er braucht einen Held, Stufe 6 oder höher, und einen Schicksalsheld. Ja, normalerweise finde ich, macht es am meisten Sinn, die Naya und Malicious für die Fusion zu benutzen, weil da hast du schon einen im Grave und die Naya kann sich aus dem Grave once per Duel specialen. Ich meine, ich habe beide auf der Hand. Ich wünsche mir Glück, dass ich Poli ziehe nächste Runde. Dann gewinne. Aber ja, jetzt bringst du dir vielleicht nicht so viel, wenn du sie auf der Hand hast. Aber ich weiß gerade nicht, ob es irgendwelche anderen guten Targets gibt, um wieder reinzukommen. Ist in dem Deck keine normale Poli? Ich habe nicht nachgeguckt. Ja, ist auch drin. Sie ist aber, glaube ich, nur einmal drin, weil man sie ja mit Vision Hero sucht. Normalerweise. Mit Vision Hero? Ja, ich weiß nicht mehr genau, wie der hieß. Aber es ist ein Vision Hero. Also Diamond Dude war eine scheiß Idee? Ah, egal. Wurscht jetzt. Ich habe es mir ja absichtlich nicht durchgelesen und deswegen habe ich dir auch die Einschränkung gegeben, dass du bitte kein Event-Deck benutzt, weil die anderen ja schwächer sind. Ah, du. 1000, 2000, 1300, 1200, 800, 1000. Das ist Death. Nein, danke. Regnet es bei dir auch oder ist es nur bei mir? Du weißt, das gewählte Ziel. Ich weiß gerade nicht, ob es noch regnet. Sehr egal. Nehmen wir einfach mal den, aus dem einfachen Grund, weil ich den nie ausgerüstet bekomme. Es lag mir rüsten. Wieso bist du so stark? Willst du mir etwa wehtun? Sag mal, kann dein Exceed-Monster eigentlich den Effekt von DPE überleben mit seinem Schnelleffekt? Sieht mir fast danach aus. Mein Ziel für dieses Video ist, dass ich DPE einmal beschwöre. Cheers. Du und dein Diamond Border wolltest unbedingt Purple haben. Und der Blau nicht gut. Die Katzen sind wieder rausgegangen. Du hattest Katzen? Ja. Ich meine, ich kann mir Material anhängen, wenn du mich... Nee, ich glaube, warte mal. Kannst du DPI mal durchlesen? Sagt er, dass er ein Ziel wählt? Weil ich glaube, das tut er nämlich eigentlich nicht. So, Moment. Schnelleffekt. Du kannst sowohl eine Karte, die du kontrollierst, als auch eine Karte auf dem Spielfeld zerstören. Da steht nichts von wählen. Nö, das war schon der ganze Text. Das heißt also, mein Schnelleffekt triggert nicht, weil er nicht gewählt wird. Ja, aber ich kann eine Karte auf dem Spielfeld zerstören und ich meine, dann muss ich ja wählen. Ja, eine von... du darfst sie auswählen, aber das zählt nicht als Targeting. Weil das Wort da nicht steht. Das ist, so ist das in dem Spiel. Diamond Dude, ja, es geht genauer als die Gesetze, weißt du? Oh, perfekt, aktivieren wir seinen Effekt. Graben. Ich habe noch nie gegraben. Defusion! Okay. Warum? Das ist eine Schnellzauberkarte. Es muss eine stinknormale sein. Also ja, die Targets sind ein bisschen sehr limitiert, was das sein wird. Ich bin mir immer noch nicht sicher, wozu das jetzt gut sein soll. Special! Ich meine, es gibt ein paar Karten, die man damit wählen kann. Auf jeden Fall. Okay. Jetzt kannst du seinen Effekt nochmal nutzen. Nein, okay, dann entscheide, was du im nächsten Zug ziehen willst. Ja, sag mir, wer ist der, mit dem ich Poli holen kann? Vision Hero Vion, glaube ich? Wie schreibt man den gerade aus? Du weißt, wie viel ich zur Auswahl habe? Violett! Aber nicht so violett wie Denaya. Violett und schwarz. Hä? Was?
Meinst du den Hintergrund? Das habe ich so gar nicht wahrgenommen. Oder ihn selbst. Violett und Schwarz. Ich habe das Gefühl, dass das Deck hat drei Vision Heroes, wenn ich mich richtig entsinne. Also so schwer kann das nicht sein. Ach so, Vision sagst du? Ja, du Vision! Du kannst als Helden aussuchen. Ja, okay, dann kannst du den nicht holen. Ja, richtig. Du wolltest wissen, wer er ist. Ich hab's dir gesagt. Ach, egal. Ich mach einfach rum, wenn du besiegst mich dann. Oh, der ist auch nicht schlecht. Damit kannst du zwei auf einmal beschwören, wenn die ATKs stimmen. Ja, ich weiß nicht, was genau mir das hilft, aber hey, es ist... Zwei Monster auf einmal beschwören? Nie schlecht, würde ich sagen. Ich sorg die ganze Zeit dafür, dass ich nichts Gescheites ziehe. Okay, wen rüste ich mir jetzt noch aus? Wer zur Hölle ist denn jetzt noch gut? Ich hoffe, ich ziehe Harpien Flederwisch. Nehmen wir den da. War das in dem Deck? Es ist in meinem anderen Fusionsdeck, also gehe ich fast davon aus. Okay. Wir haben doch ziemlich viele gleiche Karten. Ich glaube, das ist zu viel ATK. GG, es ist vorbei. Atropia steckt ins DPE-Deck. Erst im Fusionsdeck. Ja, du hattest wahrscheinlich einfach die schlechteste Hand, die du da haben kannst. Naja. Ja, irgendwie ist das zumindest Teil davon. Ich hätte vielleicht besser suchen können. Aber was soll jemand, der Gold 4 ist, auch gegen einen Dia 5er ausrichten? Ich habe doch keine Chance gegen einen Profi wie dich. Du könntest Turniere gewinnen. Turniere werden zum größten Teil im Real Life durchgespielt. Und ich wette, du könntest es zu einem deutschen Yu-Gi-Oh! Event gehen, like, wenn du okay, nachlässt, dass du mit, dreimal hintereinander dir hast. Mit so einem Deck wie Eldritch könnte ich wahrscheinlich spielen, aber ich würde die ganze Zeit da sitzen und mir denken, keine Ahnung, was mein Gegner gerade macht. Ich weiß nicht, ob er legale Sachen macht oder nicht. Weil ich keinen Bock habe, alle seine Karten durchzulesen. Auswendig würde ich die nicht kennen. In der Theorie, da, also vor allem, da spielen ja sehr viele gleichzeitig, da ist nicht immer ein Judge, der dir zuschaut. Also in der Theorie kann ein Gegner schummeln, wenn du keine Ahnung hast. Schicksalsziehen! Ah ja, das kann helfen, um Malicious Engrave zu kriegen. Oder, ja, okay, das ist auch nicht schlecht. Im Grave ist es nur selten. Oh, gute Idee, Malicious. Wenn ich ihn gehabt hätte, hätte ich das gemacht, wenn ich dran gedacht hätte. Ich habe einen Visionsheld gefunden. Er heißt Vion und ist total lila. Ah, ja, ja, das ist der Poli suchen kann. Über ein paar Steps. Kann ein Heldmonster vom Deck auf den Friedhof legen. Genau. Oh mein Gott. Da kannst du gleich noch Malicious reinwerfen. Wo WTF ist das OP dann? Das okay. Ding ist halt, dass um die Poli zu suchen, muss er dann auch wieder eins verbannen. Und wenn du dann halt keins im Graveyard hast, musst du das verbannen, was du reingeschmissen hast. Also oh, Sekunde. Wo ist denn jetzt der Pisser? Malicious. Ja, genau. Bei. Und jetzt? Aktiviere ich nochmal. Da willst du jetzt aber nicht den Malicious aus, oder? Weil das wäre jetzt irgendwie nicht so schlau. Ja, ja, muss ich ja selber benutzen, nicht wahr? Ja, der Malicious muss ich selber nutzen. Ich krieg Poli auf die Hand! Genau. Dumme Frage. Ja. Hm. Ich weiß nicht, was du in der Hand hast, ob du was hast, um direkt EPI zu polien. Ja, habe ich. Ich habe Fusionsschicksal. Du hast sogar die Karte? Okay, warum hast du sie nicht aktiviert? So dumme Frage, aber ist es egal, wie DPE zerstört wird? Also wenn Fusionsschicksalseffekt am Ende DPE zerstört, dann triggert das DPEs Rescue-Move, oder was? Man, sagen wir es mal so, mir ist es nie aufgefallen, dass es das tut, weil ich den Effekt immer getriggert habe, bevor es das tut, quasi. Ja, das Problem ist, dass das Zug 1 ist und ich will ja nicht... Ja, wobei, ich kann seinen Effekt benutzen. Die einzige Art und Weise, wie DPE im Graveyard nicht triggert, ist, wenn er getributet wird durch ein Kaiju. Ansonsten triggert er, glaube ich, immer. Also außer wird verbannt. Das ist, glaube ich, jetzt auch kein Schutz, aber sonst... So, weißt du was? Aber als erstes machen wir das hier. Okay, ja, du holst dir noch einen Malicious. Okay. Okay, ich kann Fusionsschicksal, ist ja aus dem Deck heraus. Ja, insofern ist das wurscht. Das mache ich dann zum Schluss. Ja, wenn du dann halt noch Targets im Deck hast, aber ich denke mal schon, dass da genug drin ist.
Wen soll ich fusionieren, Dennis? Ja, stimmt. Wen kann ich jetzt überhaupt wählen mit den beiden? Einen Schicksalsheld und einen Visionsheld. Ich denke, damit würde DPE auch schon gehen, oder? Ich Held Stufe 6. Und das andere muss ein Schicksalsheld sein. Okay, nein, ja, DPE ist noch nicht dabei. Wer von denen ist es dann? Ah, weißt du, ich lass mich einfach überraschen. Außer du nimmst einen von deiner Hand. Okay, du lässt ich hab nichts in der Hand. Lass dich ruhig überraschen, was du auswählen kannst. Okay, ich kann Dangerous auswählen und ich kann Anbetung auswählen. Okay. Wow. Okay, der Move ist heftig, aber kein Schnelleffekt. Was kannst du? Oh, du hast einen Schnelleffekt. Werf was ab. Lege dann auf den Friedhof. Und dann bekommen die dem seine ATK. Nein, nee, die bekommt für jeden Schicksalsheld 200 ATK. Irgendwie ziemlich langweilig. Aber du hast nichts, was stärker ist, außer du buffst dich. Na egal, ich hol mir den Stärkeren. Okay. Hier kommt irgendwen, den ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Ah, okay. Der und jetzt hält. Kommt. Der oh mein Gott, jetzt muss ich mir echt merken, was zur Hölle. Also, ich brauche einen Held Stufe 6 und einen Schicksalsheld. Am besten nehme ich einfach zwei Schicksalshelden und einer Stufe 6. Ich weiß nicht, warum du dir das merken musst. Du wählst doch erst das Fusionstarget. Du hast recht. Geil. Ja. Okay. Wer ist denn am sinnvollsten? Oder ist das jetzt sowieso relativ wurscht? Denier kannst du in Graveyard schmeißen, dann kannst du ihn wieder beschwören. Ah ja, dann gut. Kannst du quasi nochmal Malicious beschwören. Nehme ich einen Denier. Der andere ist nur noch Plasma, oder? Oder hast du da? Ich habe Plasma, Dogma und Dasher zur Auswahl. Ja, aber Plasma habe ich doppelt. Nicht, dass es so einen Unterschied macht, aber ich nehme Plasma. Und hier kommt DPE. Das erste Mal in meinem Leben. Ja! Noch nie habe ich mich gefreut, diese Animation zu sehen, aber das erste Mal in meinem Leben tue ich es. Okay, Dasher möchte sich aktivieren. Ah, das mache ich erst, wenn ich wieder dran bin. Ah. Sag mal, angenommen, ich hätte Verstärkung für die Armee. Wen soll ich mir denn da suchen am besten? Das ist ein Schicksalsheld-Monsters-Material. Verwende dafür Monster von der Handdeck. Das Material, aber zerstöre es während der Endphase des nächsten Spielzuges. Das ist mir, glaube ich, noch nie passiert. Ich glaube, ich habe den immer vorher gesprengt, bevor dieser Effekt auch nur eintreten konnte. Ja, also, ich wusste gar nicht, dass das eine Downside hat. Du wusstest nicht, dass Fusionsschicksal eine Downside hat? Ja, in dem Sinne. Ich kenne die Downside, dass man nur noch Helden beschwören darf, glaube ich, wenn ich mir jetzt gerade richtig entsinne. Oder? Endphase des nächsten Spielzugs, also erst am Ende deines Zugs. Das heißt, ja, ich warte jetzt einfach noch, dass du irgendwas machst und trigger meinen Schnelleffekt. Ja. Dann ist es sowieso egal. Ich meine, müssen tust du es nicht, weil du wirst zerstört. Bedeutet also, das würde sowieso dein Graveyard-Effekt triggern. Hast wohl recht. Okay. Naja, in jedem Fall bist du jetzt erstmal dran. Viel Spaß, da vorbeizukommen. Ich wette, du hast Möglichkeiten. Okay. Nein, ich glaube. Okay, du wolltest deinen. Wen? Denier nicht mehr nutzen. Nein. Ich habe Angst, dass du angreifst. Aber ich. Naja, eigentlich sollte ich dafür keine Angst haben. Oh mein Gott, Alter. Ich muss mir irgendwo essen. Viel Spaß, an dem vorbeizukommen mit dem einem dieser Standarddecks, wo wahrscheinlich nichts Gescheites drin ist, um sich zu wehren. Ich habe einfach nichts gezogen, was mir hilft. Ich habe kein, ich habe nichts, um zwei Vierer zu specialen, so. Sie ist positiv, du hast ja schon einen Win in der Tasche gehabt. In deinem Friedhof, achso. Achso, ja. Okay. Aha. Jetzt könnte ich DPEs Effekt benutzen und nächste Runde kriege ich ihn sofort wieder. Ja. Geil. Ich liebe es. Das Monster, das man in jeder Endphase seines Gegners gerne benutzen möchte. Cheers. Ja.
Ich meine, klar, man kann riskieren, dass der Gegner irgendwas hat, mit dem es vielleicht kontern könnte. Theoretisch, wenn ich jetzt einen Call by the Grave in der Hand hätte, ist ja eine Schnellzauberkarte, könnte ich die jetzt literally setzen und ihn sofort wegmachen. Weißt du, was das Problem damit ist? Immer wenn ich vom Grab gerufen habe, setze ich sie ja in Main Phase 2. Ja. Wenn der Gegner dann was in End Phase macht, ja, Thema. Also in Falle, also wenn die Vieh auf dem Feld ist, solltest du vielleicht auf der Hand haben. Dann kannst du sie halt noch nutzen in der End Phase. Das ist gar nicht mal so schlimm. Schlau. Hätte ich. Dumme Frage, aber. Ach so, jetzt wähle ich erst aus, wen? Ja, ich dachte immer, die Leute müssen das Monster auswählen, nein, wenn sie den Effekt. Die Art und Weise, wie der Effekt geschrieben ist, sagt aus, dass das erst später gemacht werden muss. Weshalb man den Effekt auch aktivieren kann, selbst wenn man in dem Moment gar kein Target hat. Friedhof. Interessant. Und auf die Art und Weise kann man auch ohne Probleme. Also, ich habe schon mal jemanden. Also, ich habe dafür gesorgt, dass er in meinem Zug das aktiviert hatte. Und dann habe ich Monster Reborn benutzt. Selbst dann bei mir wieder beschworen. Mein DPI. Er geht aber leider wieder auf den gegnerischen Graveyard. Also zerstören willst du den ja nicht mehr. Das kriegt der Gegner wieder. Hast du gesehen, wie shiny mein DPI ist? Ja, da hast du Glück gehabt. Cool, gell. Er könnte aber shinier Zockerste sein. Ist dieser Visions Held. Ja, ich habe noch nie so viel Glück. Ist, ah, okay. Ja. Der wird, glaube ich, normalerweise nur benutzt, um ihn quasi anzuhängen. Der Increased? So. Wem soll ich denn anhängen? Ja, der. Ich verstehe auch nicht so ganz, wie das normal war. Aber mit einem anderen kannst du den aus dem Deck holen, unter dich dranhängen. Und dann kannst du noch irgendwie eine andere Kette an Sachen machen. Du überlebst, ja. Ja, glücklicherweise. Das wäre alles noch nicht. Weißt du, was eigentlich der Witz ist? Warum hast du denn dein. Ne, warte mal, den Denier hast du. Hey, warte mal. Was hast du mit dem Denier bitteschön aufs Deck gelegt? Ich habe abgelehnt, ich habe nichts gemacht. Warum? Du hättest Malicious aufs Deck geben sollen, da hättest du Malicious im Graveyard aktivieren können, also den von Banish Pile. Und dann hättest du noch Malicious auf dem Feld gehabt und der hat 800 ATK, das wäre genug. Ah. Aber der einer ist verbannt. Achso, du meinst den Verbannten hätte ich zurückholen. Den legst du aufs Deck, der kannst du Malicious aktivieren. So ist der Trick gewesen. Ja, genau, so ist der Trick. Okay. Ja. Na, mach erstmal. Ach so, stimmt, du kannst ja alles aufhalten. Ja, 5 Sterne Monster. Das ist alles. Das ist alles ziemlich blöd. Ah. Soll ich mich auf Off stellen? Okay. Und du gibst dein Bestes. Okay, reicht mir schon. Aber ich mach was Dummes, nur um dir zu helfen. Schicksal stoppen. Hä, ich dachte, ach so, weil das ein Visionsheld ist. Mein Fehler. So ein Mist, ich musste DPE opfern. Ja, das ist ein. Ich trigger am besten DPE, um mich selbst aufzuhalten. Ich bin mir aber gerade selber nicht ganz sicher, ob der Effekt von Schicksalstoppen dann durchgeht, wenn er das Target weggeht. Ich zerstöre mich selbst. Und dann zerstöre ich den hier. Ich lasse dir den 4-Sterne-Typen da, ist wahrscheinlich besser für dich. Die Falle ist jetzt gewastet. Hat sie jetzt Effekt was gemacht, aktivieren? Kann jetzt ja drücken. Hat die Falle jetzt was gemacht oder nicht? Nein. Was wollte sie eigentlich machen? Ah, deine Mainphase überspringen. Gut, vielleicht sehen wir das nie. Oh. Ich merke gerade, ich bin eh ein Vollidiot. Ich hätte nicht den beschwören sollen, sondern Gerga Magier. Das ist falsch schon gemacht. Du kannst nicht. Warte mal, was hast du gerade gemacht? Kann ich mit Call by the Grave eigentlich. Achso, doch. Ich hätte das Monster jetzt quasi. Ja, du hättest es callen können, dann wär's weg. Nein. Ich will es nicht aufs Feld gehen. Dann gönn dir ein Utopia. Mal schauen, ob dir das hilft. Irgendwie glaube ich nicht. Hier, dran. Kommt ein bisschen näher an mich dran. Muss das sein? 1,50 Meter Abstand wahren, bitte. Gib keinen Abstand. Weißt du, damals waren die Felder näher beieinander. möchtest du? Ja komm, macht er am meisten Schaden halt. Hä? Und du denkst, ich halte dich nicht auf? Du hast recht. Ich wüsste jetzt nicht womit. Dein Aufhaltetool ist im Graveyard. Kommt leider wieder, weil ich nichts habe. Glaubst du zumindest nicht, dass ich irgendwas habe, womit ich die Karte verbannen könnte. Dieses Event-Deck wird so ätzend sein gegen all diese Standard-Decks, die nichts haben. Oh. Ich möchte Malicious specialen.
Das klingt sinnvoll. Malicious, das ist ein 800 ATK. Oh, ach, der Specht, das ist so ein Scheiß-Effekt, dass die Gegner noch schwächer werden. Das ist. Ich meine, so es ist, glaube ich, pro, also für jeden Held. Das heißt also, wirklich stark ist er nur in einem Held-Deck, wo überall Helden sind. So. Bei. Okay, also, E-Kraft oder D-Taktiken? Kommt drauf an, was du machen willst. Ich krieg Plasma mit D-Kraft. Die Taktiken erhöht die ATK in jeder Standby-Phase von allen Helden, die da auf dem Feld sind. Oh, das ist cool. Gut, dass wir noch so viele Phasen durchlaufen. Das ist recht praktisch für den anderen Schicksalshelden in deinem Extra-Deck, weil er hat einen Schnelleffekt, aber nur wenn seine ATK verändert wurde. Sehen wir mal eine Weile. Okay, siehst normal. Tschüss, damit, Dude. Ja, noch weniger ATK bei dir. Oh, ich hab den Decider gezogen. Was wird denn der Design? Weiß ich nicht. Und ich habe noch einen Call by the Grave gezogen. Oh, was macht denn der? Als diese Karte beschworen wird, kannst du deiner Hand während der Endphase ein Heldmonster hinzufügen aus dem Friedhof. Schön. Ah, ja. Cool. Muss ich jetzt schon aussuchen, welches? Nein, muss ich scheinbar nicht. Dann lege ich hier mein zweites Call by the Grave hin. Ah ja. Oh! Mein Visionsheld-Anbetung möchte was tun. Was will er denn machen? Oh ja, das ist cool. Das ist dein Monster. Das ist mein Monster. Cheers. Okay. Danke dafür. Jetzt greife ich dich an und schlage durch dich durch. Wäre das was? Noch 400 Death. Es ist vorbei, Dennis! 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 Endet das eigentlich die... Was? Annulliere den Angriff. Das heißt, ich kann jetzt einfach mit 4 Leuten angreifen, du kannst nur 2 annullieren. Ich mach dich auf die der langsamsten Art und Weise die ich kenne, werde ich. Gott, jetzt darf der auch attackieren. Jetzt ist dein Monster hinne. Na, du verlierst du nicht einmal Lebenspunkte. Warte, was macht die nochmal? Nichts wirklich Relevantes hier. Ich dachte, du würdest vielleicht deinen Effekt aktivieren, um ihn zu töten, aber nein, hast du nicht. Hä? Warum auch? Ich fand es so witziger. Habe ich jetzt zufällig deine Taktik damit zerstört, dass ich das so unnötig gemacht? Ich meine, ist nicht so, wie als hätte ich dich jetzt aufhalten können, mich damit umzubringen, glaube ich, aber... Keine Ahnung, das wird sich dumm gewesen. Konterfalle, Monster-Effekte. Hey, los geht's! 1, 2 oder 3! Ja, so ist das Leben. Der Phoenix Enforcer enforced die Phönixe. So schaut's aus. Oh, du willst, dass ich anfange? Ich hab nichts angeklickt. Achso. Ja, ich auch nicht, ich hab gegessen. Ja. Okay. Ich hab schon gewonnen. Bist du Stufe 4? Hast schon gewonnen, okay, danke dafür. Du musst ja nichts machen, nur versuchen Schicksal. Ja, ich sehe schon, und jetzt wirst du. Malicious und Denier ab. Ja, danke für den Hinweis. Genau das habe ich gebraucht. Was hat denn? Einmal die Naya wählen. Einmal Malicious wählen. Danke. Hier kommt die P. Lalalala. Lalalala. In Death sogar, okay. Okay, was machst du jetzt noch? Ich will die gar nicht vom Friedhof holen, gell? Ich weiß nicht, was willst du? Ich brauche das hier. Okay. Dann könnte ich... Warte, du sagst, der Denier kann es nur einmal pro Duell. Ja. Dann macht keinen Sinn, den zweiten abzuwehren. Du müsstest erstmal dafür sorgen, dass der andere Malicious im Friedhof
Oder das auf jeden Fall einmal des Verbandes. Aber dann solltest du schon dafür sorgen, dass der andere dann wieder im Graveyard landet, weil ansonsten würdest du den ja ziehen, weil er geht aufs Deck hoch. Wissen ja. Testen jetzt mal die Theorie, ob Fusionsschicksal mich stören würde. Okay. Aber ich werde meinen Effekt wahrscheinlich sofort benutzen. Ist das eine Standby-Phase? Ja, ist es. Cool. Kannst du dir ATK holen. Hat er sogar zwei Effekte. Ah ja, das hat noch einen anderen Effekt, aber das ist nur, wenn was beschworen wird. Ja, dann ist... Warte ich mal ab, bis es kommt. Ist es windig bei dir, oder was zur Hölle höre ich da? Naja, du hörst der Fan, der neben mir steht. Ah. Oh. Okay. Und mich kalt anpustet, ja? Ich habe ihn leiser gestellt. Weiß nicht, ob du ihn jetzt noch hörst. Wenn ich mich drauf konzentriere. Ja, keine Ahnung, schon mit denen da. Aha! Ich könnte ihn jetzt sofort löschen. Ich möchte Utopia mal löschen mit dem Effekt. Gucken, was dann passiert. Was passiert, wenn du Utopia löscht? Hier, ich sehe ihn neben dich. Dann machen wir das doch. Dann verliere ich meine ATK. Du hast so viel wie ich Abwehr hab. Hä? Warum leuchtet der? Ich bin voll verwirrt. Was machst du? Mir eine Karte auf die Hand geben. Ah, bewaffneterweise. Cool. Nicht als Ziel. Gibt's irgendwas, was eine Zerstörungsprotection ist? Oh ja, bestimmt. Wenn. Ja, gute Idee. Cheers, Mate. Fallenkarte. Was, wenn ich dich einfach nicht so lange. Dir nicht so viel Zeit geben würde? Keine Ahnung, mit denen da. Cool, ein Tornado-Bringer. Das ist ein 5-Sterne-Monster. Ich mag nicht. Du bist schnell. Das ist ein Schnelleffekt. Das ist saugeil, das ist ein Schnelleffekt. Der fliegt dann weg! Oh. Hat er sich wohl selbst abgeworfen. Quasi als wäre er schon auf dem Feld. Das ist so gemein. Ich will gar nicht so fies sein, aber ich will auch nicht, dass du gewinnst, nur weil ich nichts mache. Das ist ja auch ich wüsste nicht, dass das so interagiert bei so einer Karte. Dass sie dann da einfach nirgends hingeht, weil ihr Target weg ist. Neuer DP. Es ist immer noch dasselbe. Oh ja, du kannst den anderen Effekt jetzt auch benutzen. Oh, gut, dass du das erwähnst. Warte, was ist der andere Effekt denn? Er sollte sich gleich auch nochmal triggern. Dann klicke ich drauf, ohne das zu wissen. Ja, genau. Als eine der mehr Schicksalshelden der Stufe 8 gespecialt wurden. Oh. Cool, ich darf was verbannen. Das ist ja voll OP. Wann wähle ich aus, was ich verbannen möchte? Karte vom Spielfeld verbannen? Nein. Friedhof? Nein. Hand, it is. Du darfst meine Hand sehen? Nein, sehen nicht. Ich habe nur zweimal Nein gedrückt und hatte automatisch was von deiner Hand genommen. So, guck mal, das hier ist Drill Dark. Ja, ich habe, glaube ich, immer sofort schon was verbannt. Also war mir nicht bewusst, dass das dann einfach die Hand nimmt. Specialen wir uns noch einen Helm. Ja, welchen nimmst du? Hab nicht so viel Auswahl. Hast du ja jetzt quasi. Okay. Ich meine, du kannst technisch gesehen sogar jeden rausbringen, was er darf, das Deadline. Weil er geht ja nicht von seinen eigenen ATK aus, sondern weil der ATK vom Schicksalshelden auf dem Feld. Mit anderen Worten, du hast 2100 auf dem Feld. Also bis 2100 kannst du specialen. Oh. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, er geht nicht von seinen eigenen ATK aus, sondern von einem Schicksalsheld, der gerade da ist. Ein Schicksalsmonster ist ATK kleiner oder gleich den ATK dieser Karte auf dem Spielfeld sind. Dieser Karte auf dem Spielfeld sind. Okay, vielleicht meint er sich auch Fusion, nur selber. Fusion, ich bin eine Fusion.
Ja. Ja. Ich bin jetzt. Ja. Ich hoffe, das beißt mir hiermit nicht in den Arsch, aber wir werden sehen. Ja. Eins, zwei, drei. Ja. Und hier kommt Plasma. Plasma, okay. Wieso ist der so schwach? Das ist echt anstrengend. Dein Effekt ist ganz Annulliere die Effekte aller offenen Monster, solange dein Gegner sie kontrolliert. Oh. Ja. Einmal pro Spielzug. Rüste diese Karte mit dem gewählten Ziel aus. Ist auch ganz da. Ich kann dein Monster klauen und bekomme deine ATK. Ja. Aber die Hälfte. Ja. Dann ist er etwas stärker. Gar nicht mal so schlecht. Ich greif mal an. Hast du was dagegen? Nein. Ich glaube, kann nicht viel dagegen haben. Es tut mir leid. Dieses Deck macht mich fertig. Nein, macht eigentlich dich fertig. Ja, also ich habe jetzt schon oft genug. Ich bin jedes Mal stolz, wenn ich einen DPE loswerde und der wirklich los ist. Aber ich habe meistens Call by the Grave nicht. Oh, du hast eine Standby-Face. Was dagegen, wenn ich mich buffe? Ja, jeder hat eine Standby-Face. Geil. Geht's es stell mich mal auf off, während ich esse. Okay, bis gleich. Nur noch ein bisschen. Okay, keine Ahnung, ob wir noch eine Utopia hinkriegen. War der Stufe 4? Ja, war. Aber es darf keine andere Karte auf dem Feld sein, oder? Shit, jetzt beißt mich schon wieder die Tatsache, dass ich eine Karte gespielt habe in den Arsch. Ich habe aber niemand anderen, der sich specialen kann, oder? Soll ich deine verdeckte Karte zerstören? Hast du das gerade gesagt? Wenn du das machen würdest? Das tut mir ja nicht weh, oder? Wenn das Spiel mich fragt, noch fragt es mich nicht. Hättest du dich gleich auf On stellen müssen, weil wenn ich jetzt was mache, dann habe ich sofort dafür gesorgt, dass die Bedingung nicht mehr erfüllt wird. Ja, das tut mir leid. Ja, weil ich eine Karte spielen muss! Ja. Ah, du hast recht. Schau mal. Ja. Ich zerstöre mich selbst. Ja. Und das da, was mir Angst macht. Ja, jetzt bringt's nichts mehr. Effekt aktiviert. Tut mir leid. Ich bin halt einfach schlecht. Nein, du verlierst, wenn du das machst. Ach, wirklich? Zumindest habe ich dich einmal besiegt. Ja, weil ich einfach Bullshit hatte. Weil ich habe so gut gezogen, dass ich gleich einen richtig fetten hinstellen konnte. Und ihn schön ausrüsten konnte mit allem Möglichen. Ich glaube, ich hatte sogar einen DPI-Konter an ihm dran, weil ich habe ein Monster dran gehabt, was den ersten Monster-Effekt aktiviert wird, negated. Ja, gar nicht mal so übel. Haben jetzt den Naya ins Gesicht geschlagen. Okay, gut, bewerten nicht vergessen im nächsten Part. Ja. Ciao. Geht weiter. Tschüss.